So, das Würmchen noch an den Haken ran und dann rennt's kühle nass. Oh, ich bin mal gespannt, ob hier so ein Karpfen beißt und wo der Mord bleibt. Hey Lenny, na du, da bin ich. Mann, ey, das wird geil. Du und ich hier am Golfplatz angeln. Genau, das wird cool, Alter. Aber du Mord, bist du wirklich sicher, dass die Fische hier beißen? Ich will dir ja nicht die Stimmung verderben, aber das ist ein Golfplatz. Also, ich bin mir da ohnehin sicher, aber der Paulsen hat voll drauf bestanden. Der hat doch gemeint, Geheimtipp Golfplatz. Und ich habe mich noch gewundert. Und er meinte dann zu mir, du Mord, ich hole da in der Woche 7 bis 8 Fische raus. Naja, wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen, Alter. Aber so richtig kann ich das nicht glauben. Ich meine, der hat gesagt, er holt jeden Tag 2 Karpfen aus dem Wannsee raus. Und das wäre normal, aber hier? Mann, Lenny, nun red doch nicht immer alles mies. Ey, ich hab eh noch eine Überraschung für dich. Du wirst dich total freuen. Wie eine Überraschung? Hast du endlich die 200 Euro, die du mir jetzt schon seit 3 Jahren schuldest? Das wäre doch mal was. Dann kann ich mir endlich mal den HD-Fernseher kaufen, den ich immer schon haben wollte. Das, was ich habe, Lenny, das ist noch viel besser wie 2000 Euro. Du wirst dich tierisch freuen, glaub mir. Mann, Mord, los, sag schon, Mann, mir platzt gleich der Kragen. Ich bin neugierig, erzähl. Nicht platzen, Meister Lenny, ey, ich brauch dir noch. Aber nun, Ladies und Gentlemeners, hier ist er direkt aus Berlin-Mitte. Der zweifache Meister im Jägermeister, 2 Liter Fass leeren. Der Mann, der 4-mal die K.O.-Runde im Blöbräu-Wettringen-Trinken gewonnen hat. Und der Mann, der absolute Meisterangler ist und Freund asiatischer Frauen. Hier ist er, Werner! Ich bin ein wenig, wie soll ich sagen, na, ich bin ein wenig sprachlos. Aber mal ehrlich, was ist denn das für eine beknackte Überraschung? Selbst eine Tüte Haribo hättest du mich mehr mit überrascht, Mann. Ach Mann, Lenny, hab dich doch nicht so, ey. Ich seh's in deinen Augen. Die fangen an zu glitzern. Und hey, deine Mundwinkel, die sehen doch auch leicht erfreut aus. Also Mohan, ich glaube langsam, du brauchst allgemein bald eine Brille. Nicht nur zum Autofahren. Und das Strahlen in den Augen ist auch nur, weil ich noch Rehstock in meinen Adern habe. Ach Mann, Lenny, komm, lass den Werner doch. Mann, der macht doch nix. Der macht nix? Sei leise, Werner, Mann. Also Mohan, immer wenn Werner dabei ist, passiert uns irgendwas. Weißt du noch damals, Winter, wir wollten einen Weihnachtsbaum holen, was war? Und Werner tauchte auf, nahm die Motorsäge in die Hand und hat sich in seinem Suff die rechten Arme abgetrennt. Ganz genau, so war's. Oder weißt du noch Nikolaus bei mir? Du wolltest den Nikolaus fahren, dann kam ich irgendwie rein in deine Bude und irgendwann später kam dann auch noch Werner dazu und der war so besoffen, dass er in seiner Blödheit in den Bärenfalle gelaufen ist, die eigentlich ja für den Nikolaus gedacht war. Bingo! So sieht es aus, Mord. Apropos Bärenfalle. Weißt du noch, Icke damals und du, wir waren beim Joggen. Und was ist dann passiert? Naja, wir haben uns verlaufen. Sind wir irgendwie auf so eine Art Jägerzone gekommen. Und Werner, der wollte uns rausholen. Und in seiner Heldenmut, dann hat er irgendwie ausgesehen, wahrscheinlich auch in seinem Suff, alle Fallen mitgenommen, die er bekommen konnte. Ja genau, Mord. Fällt dir nichts auf? Dass Werner uns immer helfen wollte? Nein, das meine ich nicht. Weißt du noch damals, als wir Werner beim Umzug geholfen haben? Ja, Werner hat gemeint, er fährt, obwohl er total dicht war. Und naja, seit dem Tag kannst du eher nur noch auf der grünen Wiese besuchen. Siehste, also da fällt doch schon mal was weg. Mann, wenn der uns helfen will. Also, was ist, wenn Werner bei uns ist? Wie soll ich denn sagen? Wenn Werner mit uns abhängt, dann passiert dem immer irgendwas Schlimmes? Nein, Mann. Oh Mann, also, immer wenn Werner bei uns ist, dann müssen wir mit ansehen, wie sich der Typ verunstaltet. Ich kann's nicht mehr sehen. Wir fahren zum Flughafen, Werner schnallt sich nicht an. Ja, und dann segelt er ja noch volle Kanne durch die Frontscheibe. Jetzt, wo du sagst, stimmt's eigentlich. Boah, das ist mir noch nie so aufgefallen, Danny. Ja, da hatte Werner absolut nicht unrecht. Er hat uns ja auch viel Glück gebracht, wa? Damals, die Sache mit dem Scheintod, ey, da haben wir doch übelst fett abgesahnt. Und wer hat's verschleudert für 4 Windräder, die sich am Ende als 4 Mercedes-Reifen rausgestellt hatten? So richtig sinnlos waren die ja nicht. Ingo konnte die Winterreifen gebrauchen. Und mir Schlaumeier haben die noch 50 Euro gebracht. Ganz toll, wir hatten 900.000 Euro. Und am Ende 50, ganz toll. Und allgemein, hey, wir sind hier auf dem Golfplatz. Hier kann doch eigentlich absolut nichts passieren. Stimmt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass der über Gras stolpert. Er kann mir egal sein. Lass uns angeln. 3 Stunden später. Ja, mit deinen Alterserscheinungen kannst du absolut für dich behalten, wa? Die will ich auch ja nicht wissen. Oh Mann, siehst du, wieder stellt sich Werner im Mittelpunkt. Ich bin weg bei der Schenke, Mann. Da bin ich dabei, ey. Lenny, warte auf mich. Ich komme. Ach du Scheiße, schau mal, Werner wurde von dem Golfball getroffen. Boah, cool.
Boah, sieht aus wie ein Matrix, voll in Zeitlupe, ey. Aber schau mal, Werner hat irgendwas an der Angel. Oh mein Gott, ey, das wollte er uns sicher sagen. Der hat einen Karpfen an der Angel und irgendwie sieht es aus, als wenn der Karpfen den Werner langsam ins Wasser zieht. Du, Lenny, sollten wir Werner nicht irgendwie so ein bisschen... Er kann nicht mal, der Werner. Er kommt da gut selbst raus. Aber du, der hat doch ein Loch im Kopf. Mir egal, Mann. Der kann schwimmen. Ich helfe dem nicht. Er will immer nur im Mittelpunkt stehen, diese alte Diva. Und was ist morgen wieder? Wenn ich schenke, tut er wieder so, als wäre nichts passiert. Mann. Mach ich nicht mehr mit, Mann. Der kann mich mal. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Ach, du hast schon recht. Ich vergesse es immer wieder, ey. Mann. Dass der immer aus jeder kleinen Fleischwunde so ein Drama macht. Und das ist so nur am Kopf. Mord, aber der halbe Teich ist rot. Ob wir den denn noch, nicht nochmal da rein. Ab, auf zur Schenke. Da bin ich dabei.